Dem Markt geht es offensichtlich gut, denn der DAX, er steigt zumindest und steigt und steigt und steigt. Also gute Voraussetzungen dazu. Grundsätzlich gesehen kann man sagen, es ist ja auch zu erwarten gewesen. Wir haben ja auch drüber gesprochen, zugegeben, dass die Marktrichtung wohl eigentlich eher die aufwärtsgerichtete ist, dass wir ungefähr sowas, was wir hier haben, hier hinten vielleicht nochmal bekommen. Es ist vielleicht ein bisschen flacher als erhofft, als erwartet, aber in etwa zeichnete sich das ab. Können wir also Entwarnung sagen? Können wir jetzt also sicher sagen, ha, ab jetzt neue Hochs, wann kommen die 14.000? Schaffen wir das noch diesen Monat? Oder natürlich erstmal die 13.500? Also das letzte Zwischenhoch, was wir hier jetzt hatten beim DAX Future. Ich wechsle jetzt mal auf den Index. Das ist für viele ja ein etwas bekannteres Datum, aber auch hier 13.500 eine interessante Marke. Aber ihr seht schon, der Rücksetzer ist halt immer noch nicht weit genug hier gewesen und deshalb gehe ich davon aus, dass all das, was wir jetzt hier auf der positiven Seite auch sehen, das, was hier sich so abzeichnet, alles super. Ich will das gar nicht kleinreden und das hat auch noch Chancen für mehr, aber es sieht ein wenig danach aus, als ob das nur eine Rallye in der Rallye, also eine Erholung in der Erholung. Die Erholung nach der Aufwärtsbewegung, die geht nach unten und in der Abwärtsbewegung gibt es eine Erholung nach oben. Klingt eigenartig, ist aber ganz typisch, dass wir innerhalb von Bewegungsmustern auch wieder intern irgendwelche Bewegungsmuster haben. Das soll die Situation aber nicht schlecht reden. Im Moment gibt es zumindest aus aktueller Sicht nicht erkennbar irgendwelche Gründe für ein Short. Das mag sich heute Nachmittag vielleicht noch ändern, denn nicht nur, weil die Amerikaner ja gleich noch mit dazustoßen, sondern weil heute um 16.40 Uhr Fed-Chef Powell nochmal was zu sagen hat. Und wir wissen, wenn er spricht, haben wir immer irgendwelche Einflussmöglichkeiten auf den Markt. Das ist kein Versprechen, dass der Markt deshalb dreht oder explodiert, implodiert, welche Richtung. Aber es ist ein Versprechen, dass viele Leute in dem Moment sich Gedanken machen. Und deshalb ist es für mich so wichtig, charttechnisch auch zu argumentieren. Nicht, weil wir daran die Zukunft ablesen, sondern weil wir daran erkennen können, was meinen denn die Leute jetzt dazu? Das heißt, der schnellste Indikator auf irgendwelche fundamentalen Nachrichten, das ist eben das aktuelle Geschäft. Das heißt, das sehen wir dann einigermaßen im Chart. Und deshalb gilt natürlich weiterhin, wenn die Bewegungen, die jetzt dann vielleicht heute Nachmittag dann einsetzen, vielleicht dann genau zur angegebenen Uhrzeit, wohlgemerkt, es kann auch zu einer anderen Uhrzeit kommen, aber wenn wir das sehen, wie sieht sowas aus? Na, beispielsweise so. Also wir haben so eine Bewegung beispielsweise. Das ist eine Korrekturbewegung. Ja, das spricht dann schon eher dafür, dass die Aufwärtsseite noch weiter Vortrieb dann gewinnen dürfte und umgekehrt dann in die andere Richtung. Das gibt es ja immer wieder. Ich hatte gestern von unterwegs aus berichtet und hatte gesagt, ah, da haben wir doch hier so im Kleinen so ein bisschen gesehen, dass wir vielleicht eine Chance haben hier auf eine Korrektur. Aber ihr seht, das hat der Markt nicht getriggert. Es ging eigentlich damals ist gut, nur einen Tag her, um diese Bewegung. Und hätte er hier die Tiefs auf der Unterseite getriggert, also hier im Prinzip die Unterseiten irgendwo getriggert, wäre das eine Chance gewesen für so einen Rücksetzer. Hat er nicht genutzt. Das Schöne ist nicht, dass das immer eintrifft. Hat ja hier auch nicht geklappt. Das Schöne ist aber, dann wird man ja auch nicht getriggert und hat hier nicht darunter zu leiden. Also dementsprechend da weiter drauf zu gucken, ist wirklich sinnvoll. Im übergeordneten Bild gilt das, was ich am Wochenende in dem Video ja schon angekündigt hatte. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, hier auch auf finanzmarktwelt.de konnte man sich das ja angucken. Und dementsprechend hier die Bewegung, die eine realistische Chance hat, entweder jetzt bald hier schon runterzugehen oder aber vielleicht sogar noch den Umweg schafft. Das heißt, dass wir ihr irgendwie, ich will das gar nicht genau spezifizieren, wie die Bewegung aussieht, um dann über den Umweg dann erst da runterzukommen. Ich gehe aber davon aus, dass wir noch nicht ganz fertig sind mit der Korrektur, sondern dass wir da nochmal eine Zwischenpause brauchen. Aber sicher weiß man das natürlich nicht. Umso wichtiger ist es, genau auf diese Bewegungsabläufe drauf zu gucken. Jetzt machen wir noch einen abschließenden Blick. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Da ist es natürlich auch nach dem ersten Rücksetzer im Moment sehr stark. Wir sehen das hier nochmal eine ganz tolle, starke Bewegung. Und das ist noch eine Geschichte, die wird jetzt noch austariert werden müssen, ob das jetzt vielleicht dann sowas wird. Und dann haben wir eine 1, 2, 3, 4, 5 und eine A, B, C hier runter. Spätestens dann wüssten wir schon, was wir machen sollten, nämlich die Aufwärtsrichtung wieder aufnehmen, wenn der Kurs dann da drüber geht oder natürlich im kleineren Bild gucken. Das geht natürlich alternativ. Aber ihr seht, da zeichnet sich das Ganze ab. Und falls das doch schon die abgeschlossene Korrektur hier wäre, dann müssten wir hier möglichst überlappungsfrei nach oben unterwegs sein. Im Moment gilt das noch. Deshalb, solange der Markt eben dieses Muster macht und dieses Verhaltensmuster hier zeigt, wir sehen das auch hier.
So lange würde ich jetzt nicht massiv auf die Short-Seite gehen. Guckt euch das an. Es ist eine ganz klare Abwärtsbewegung, aber ohne Panik, ohne Begeisterung für die Abwärtsseite, sondern einfach nur ein Verschnaufpauser sozusagen mit der Erwartungshaltung, dass sich das nach oben zumindest nochmal ein Teilstück fortsetzt. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen Inspiration gegeben hat, selber auch drauf zu gucken. Ich kann das immer nur wiederholen. Wenn ihr sagt, ja, selber drauf gucken ist ja schön und gut, aber ich brauche einfach da ein bisschen mehr Unterstützung, dann kann ich euch empfehlen, meldet euch an, völlig kostenfrei hier bei Born for Trading. Dann kriegt ihr auch immer wieder, nicht rund um die Uhr, nicht immer zu jeder Situation, aber immer wieder Hinweise auch auf euer Smartphone mit Ideen, mit Handelsansätzen, mit Videobeiträgen dazu, wie es da aktuell aussieht, was es da vielleicht aktuell zu tun gibt. Und deshalb meldet euch da einfach an. Und aber auch natürlich beim Trade des Tages, wo wir dann einzelne Trading-Ideen vorstellen, wenn wir da tolle Signale sehen, die man dann entsprechend auch dann umsetzen kann. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis bald.